warum nicht? Ich meine, im Frauenfußball haben wir es gesehen mit Nadine Angerer, die Weltfußballerin des Jahres ja geworden ist. Und jetzt könnte ja Manuel ihr nachfolgen. Man hat bei dieser Wahl schon irgendwo Hemmungen, einen Torwart zu wählen, weil das heißt ja Weltfußballer, wobei ich glaube, Manuel hätte zum ersten Mal Chance, weil er ist ja eigentlich auch Fußballer. Wenn man von einem Verein wie Borussia Mönchengladbach, wo er auch eine Lobby hatte, wo er herkommt, wo er den Verein kennt, wo die Menschen ihn kennen, das ist ja ein bisschen so eine heimelige Atmosphäre und dann gehst du in die große, weite Welt hinaus mit lauter Topstars, lauter Superstars, die alle große und viele Titel gewonnen haben und da muss er sich erstmal hinten anstellen, da muss er sich jeden Tag im Training beweisen und das ist eine besondere Herausforderung. Er macht das bisher ganz gut. Man muss dem Spieler auch mal eine gewisse Zeit der Eingewöhnung geben. Aber ich glaube, auch bei Barcelona arbeiten ja nicht nur Amateure in der Führung, sondern auch Leute, die davon was verstehen. Im Großen und Ganzen kann man ja zufrieden sein, dass, was jetzt die Spitze anbelangt, dass hinter Bayern München jetzt mit Wolfsburg und Gladbach noch Mannschaften sind, die absolut konkurrenzfähig bleiben und in den Kampf um die Spitze auch noch spannend halten. Weil ich glaube, es wäre nicht so interessant für alle Beteiligten, die den Fußball ja gerne verfolgen, wenn der FC Bayern auch in dieser Saison wieder jetzt gnadenlos vorne wegmarschieren würde. Dass der BVB sich da unten befindet, ist sicherlich für alle unerwartet und auch eine Riesenüberraschung. Eine Mannschaft wie Bayern München, die sind es einfach gewohnt, dass sie jedes Spiel gewinnen müssen. Das ist auch nochmal vom mentalen Aspekt her eine ganz besondere Herausforderung. Und ob, sage ich mal, eine Mannschaft wie jetzt Gladbach, Wolfsburg vielleicht schon eher, weil die doch ein bisschen noch erfahrener wirken wie vielleicht Borussia Mönchengladbach. Aber es wird auf jeden Fall verdammt schwer, da an die Bayern dran zu kommen.